Spannungsfeld Verwaltung und Social Media. Was sagt der Experte dazu? Als Gesamtbild für Österreich, dass Social Media, insbesondere die beiden gebräuchlichsten Ausprägungen, Facebook und Twitter, von Institutionen, Organisationen, Parteien, aber auch Unternehmen in Österreich nach wie vor extrem unterschätzt werden. Sie werden vor allem deshalb extrem unterschätzt, weil die Anwendung, in die mitunter sehr viel Geld und auch Manpower gesteckt wird, teilweise schrecklich leidenhaft funktioniert. Es herrscht ein vollkommenes Missverständnis darüber, was diese Kanäle bedeuten. Es wird immer gesagt, Facebook und Twitter, das heißt, die beiden werden wie in einem Boot gesehen, wobei sich schon diese beiden Plattformen enorm unterscheiden, allein schon von der Größe. Facebook hat in Österreich derzeit in etwa 3,2 Millionen Accounts. Twitter hat in Österreich derzeit 120.000 Accounts. Also, aber Sie können deshalb nicht sagen, dass Facebook mächtiger ist. Facebook ist etwas ganz anderes. Auf Twitter finden Sie Multiplikatoren zuhauf. In Österreich eine Besonderheit unter den 20 Twitterati, wie sie sich selbst nennen, mit den meisten Followern, also die, die Tweets immer nachlesen oder halt auch nur teilweise verfolgen, sind in Österreich, naja, mittlerweile haben es zwei Politiker unter die Top 20 geschafft. Das ist einerseits der Herr Kurz und andererseits der Herr Freund, also sogar Politiker von Rot und Schwarz, das überrascht dann doch. Ansonsten werden diese Top 20 beherrscht von Journalisten, von Journalistinnen und Journalisten aus herkömmlichen, reichweitenstarken Medien. Das heißt, wenn ich mich mit diesen auseinandersetze, wenn ich diese Damen und Herren richtig gruppiere und selbst mitspiele, als Expertin, als Experte für ein ganz, ganz schmales Thema und es schaffe, dass zum Beispiel Hausnummern, darf man das so sagen, Armin Wolf, Ingrid Thurnherr, der Herr Klenk vom Falter, Follower von mir werden, nur für dieses schmale Thema, dann habe ich natürlich gewonnen. Denn wenn ein Herr Wolf mit seinen 100.000 Followern einen Tweet von mir teilt, dann ist das, würde ich sagen, ähnlich wirkungsvoll wie jedes Massenmedium in Österreich. Und vor allem, es spitzt die Massenmedien an. Das heißt, ich kann mir heute Nachmittag anschauen, wenn ich die Tweets der führenden Journalistinnen und Journalisten anschaue, wie heute Abend die Nachrichten ausschauen werden, wie morgen die Zeitungen gestaltet werden. Das heißt, ich habe da schon einen enormen Vorsprung und ich kann natürlich durch eigene Tweets versuchen, Einfluss darauf zu nehmen und sei es nur durch die eigene Expertise. Soweit zu Twitter. Facebook dagegen, würde ich sagen, wenn ich einen ganz groben Vergleich mache, ist dagegen eher die Wohlfühlmaschine, das Unterhaltungsprogramm. Da ein Foto, da ein Gag, da ein geteiltes Video. Im Verhältnis, würde ich mal sagen, 80% dienstlich darf es nicht sein, dann schaut es keiner mehr an. Ich würde sagen, 70% privat oder scheinprivat. 30% dienstlich, dass man da so wirklich sanft einfließen lässt, das kann funktionieren. Es wird nicht funktionieren ohne Bilder, über Texte wird schon hinweggescrollt. All das wird vergessen und die Fotos, die hineingestellt werden, insbesondere von der Politik, aber auch von Institutionen, aus einer gewissen Ängstlichkeit in der Öffentlichkeit zu stehen, sind natürlich die Fotos, die wir uns in Zeitungen schon nicht angeschaut haben und nicht anschauen. Unternehme gerade einen Spatenstich. Durchschneide ein Band oder sonst irgendetwas, stelle mich in Gruppen nebeneinander und grinse in die Kamera. Entschuldigung, das schauen sich in Zeitungen und Magazinen schon nur die an, die da fotografiert worden sind, beziehungsweise ihre engeren Verwandten, die sagen, Papi, du bist da. Warum sollte das auf Twitter, Facebook oder sonst wo anders sein? Was ich dort brauche, ist ein bisschen einen schrägen Zugang. Ich brauche Humor, ich brauche Gag, ich brauche die Fähigkeit, auf Twitter zum Beispiel in 140 Zeichen jemand ein Lächeln auf den Mund zaubern zu können. Wenn man das beachtet, dann sind das sehr, sehr mächtige Medien. Wenn ich eine kleine Prophezeiung für die Steiermark wagen darf, dann wird das ein ganz, ganz großes Thema ab ungefähr Herbst dieses Jahres. Und zwar ganz einfach, weil die Gemeinderatswahlen nahen. Abgesehen von Graz haben wir nächstes Frühjahr in der Steiermark Gemeinderatswahlen. Das wird nur ein Probegalopp für die Landtagswahlen dann im Herbst. Wir haben rundherum dann noch Landtagswahlen in den weiteren Großbundesländern Wien und Oberösterreich, Burgenland auch nächstes Jahr. Das wird sicher der erste Wahlkampf, das werden die ersten Wahlkämpfe in Österreich, wo auf regionaler, auf lokaler Ebene Social Media eine enorme Rolle spielen wird. Und zwar für jene, die es gut nutzen. Das sind nicht unbedingt die Großen. Social Media am besten genutzt in der letzten Wahl hat ein ganz kleiner, dem niemand
Eintritt ins Parlament überhaupt zugetraut hat, aber jetzt in aller Munde ist. Das ist Matthias Strolz und seine NEOS. Also von daher hat er durchaus vorgezeichnet, wie etwas gehen kann. Und genau deshalb werden dort sicher Gelder hineinfließen. Genau deshalb müssen wir uns damit noch wesentlich mehr auseinandersetzen. Aber eben bitte diese Kanäle richtig anwenden. Und nicht so, wie wir früher schon PR-Texte falsch gestaltet haben, weil wir glauben, wenn wir bezahlen dafür, dass der Text abgedruckt wird, wird er auch gelesen. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht mal bei Leitartikeln der Fall, wenn sie falsch geschrieben werden.